Und so langsam könnte ich euch auch mal mein Geheimprojekt vorstellen. Das mache ich aber dann in der nächsten Folge. Daran habe ich ja jetzt noch nicht groß weitergearbeitet in den ganzen letzten Folgen, seit ich aus der Zeitmaschine wieder ausgestiegen bin. Habe ich euch ja jetzt nur kurz mal die Festung gezeigt und dann haben wir uns noch zwei Katzen geholt. Es gibt natürlich wie immer einiges zu tun. Guck mal, da ist ein Kumpel von dir. So. Na klasse. Cool, jetzt haben wir schon drei Katzen. Das ist sehr gut. Wollen wir hoffen, dass sie sich nicht hier so... So, hier unten, das muss ja noch verändert werden. Ich dachte mir das erstmal so, hatte ich ja letztens erzählt, dass das so die Farben von Ufotopia, von UFO-Mann sind, aber gefällt mir irgendwie nicht. Sind schon schöne Farben, aber ich wollte ja irgendwie mein... Es sollte ja aus Gold und Lapislazuli werden, die ganze Sache. Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ach, mein Pferd ist da unten, so lang ist die Leine doch nicht, oder? Hat sich abgerissen. Mädels. Es wird das ganz nett finden, wenn ihr erstmal kurz hier bleibt. Nein. Bleibt mal bitte hier. So, dann gehen wir mal. Ah, mein Hund, der läuft oder sitzt? Der sitzt. Dann gehen wir mal kurz runter. Mal nach dem Pferd schauen. Was da im Argen ist. Das hatte ich ja eigentlich angebunden. Aber das Seil hat sich gelöst, wie es ausschaut. Habe ich noch ein Seil an Bord hier? Nein. Da wollte ich sowieso jetzt hier noch mal was ändern. Das Pferd werden wir mal ganz unten anbinden. Gucke ich mal in die Truhe, ob ich da noch ein Seil drin habe. Warte mal hier, Pferd, bitte nicht wegrennen. Weil sobald ich goldene Äpfel habe, will ich ja die Pferde auch noch vermehren. Oder habe ich das wertvolle Seil in die Endertruhe getan? Nicht wirklich, ja. Hier ist noch ein Seil. Okay, das nehmen wir dann mal mit runter. Die Angel brauche ich jetzt gerade nicht. So, und da mache ich definitiv den Pferdepfosten mal unten. So, komm mal mit. Weiß nicht, ob das jetzt abreißt, wenn ich das hier zu schnell mache. So, hier ist nämlich cool. Dann haben wir nicht das Problem da mit dem... mit da oben, das kann ich dann nochmal umbauen. Baue ich das hier wieder ab. Die Katzen hört man bis hierher. So. Ja, schade. Dass das dann doch nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Aber es sah ja nun auch nicht so gut aus. Es war ja irgendwie Pfusch gewesen, was ich da gemacht habe. Das soll schon ein bisschen schön aussehen und das war ja prinzipiell erstmal ganz gut. So. War hier noch eine Fackel drauf? Nein. Aber hier fehlen dann ja jetzt im Prinzip wieder... Haben wir auch keine dabei. Oh, meine Rüstung ist ja richtig abgenutzt. Eieiei. Haben wir eigentlich so viel Eisen schon, dass wir uns hier einen Amboss bauen können? Achso, das Eisen wird natürlich in der Endertruhe sein. Mal gucken hier.
Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, nehme ich mal mit. Vorsichtshalber 6 sind es geworden. Damit wir mal schnell das Ding da reparieren. Oh, es wird schon dunkel. Gehen wir auch gleich schlafen. Ich weiß gar nicht, ich würde mich nicht wundern, wenn die Zombies sogar noch mein Pferd angreifen. So, damit das hier mal wieder ein bisschen repariert ist. Und dann gehen wir gleich mal schnell schlafen. Es liegt hier nämlich, hier ist das Bett um die Ecke. Entschuldigt bitte. So, was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt hatte ich überlegt, einen Amboss zu bauen, damit ich meine Rüstung reparieren kann. Ich denke mal, damit könnte man schon... Ach so, ich habe mich eben gewundert, warum ich ja 24 Diamanten habe. Da müsste ich noch mal ganz kurz ins Wiki gucken. Ich habe jetzt vergessen, wie man einen Amboss macht. Vorher esse ich mal was. Hamamam, so. Entschuldigt mal bitte, ihr kennt das ja schon. UFO-Mann guckt ins Wiki und das dauert meistens nur ein paar Sekunden, weil das alles ganz schnell geht hier mit dem Internet und so. Amboss. Also drei Eisenblöcke. Okay, alles klar. Das war's schon. Wir brauchen drei Eisenblöcke. Ein Eisenblock, zwei Eisenblöcke und drei Eisenblöcke. Und den Rest, der wird wieder eingesammelt, genau. Und jetzt craften wir uns einen Amboss. Eins, zwei, drei. Habe ich mich ja jetzt verguckt? Nö. Genau. So, mit diesem Amboss können wir jetzt nämlich auch schon mal Sachen reparieren. Für den Zaubertisch hätte ich jetzt noch Obsidian gebraucht. Das müsste dann auch in diese Endertruhe, die ich drüben habe, müsste ich das reinpacken. Okay, dann gucken wir mal, inwiefern wir jetzt... Ich habe ja noch nie eine Rüstungseisenbrustpanzer. Noch nie ein Rüstungsteil repariert hier am Amboss. Ich glaube, da muss ich jetzt Eisen reintun. Ja, und kostet mich 3 Kosten. Das ist doch schon mal cool. Ziehen wir den wieder an. So, und was machen wir hier? Da bräuchte ich bestimmt Diamanten, um die zu reparieren. Da wir aber einen Haufen Diamanten haben, werden wir das einfach mal machen. Nehmen uns hier die Diamanten raus. Und reparieren unser Eisen. Das wird bestimmt ein bisschen teurer. Mal gucken. 5, 6. Oh, 3 Diamanten will er für die Hose. Okay, ist egal. Machen wir trotzdem. Weil er hat ja Schutz 2. Bevor wir uns eine neue Hose basteln, ich weiß gar nicht, ich glaube mindestens 4 brauche ich schon mal für eine Hose. Jetzt sieht der Amboss schon abgenutzt aus. Ziehen wir die Hose wieder an. So, was haben wir hier? Keine Schuhe. Kein Helm. Ach du Scheiße. Gut, dann machen wir uns mal schnell... machen wir uns einen Eisenhelm und Eisenschuhe, ja. Sind wir mal ganz locker, hm? Ein Eisenhelm. Also so viele Diamanten haben wir jetzt auch noch nicht. Dass wir da jetzt hier aus dem Vollen schöpfen können. Gut. Ein Helm. Einmal Schuhe. Wundert euch nicht hier mit meinem Geröschel. Ich habe einen fiesen Husten noch. Ich hatte eine Erkältung oder habe eine Erkältung. Und der Husten ist ein bisschen hartnäckig. Entschuldigt, entschuldigt. Gut. Hier haben wir unsere Superspitzhacke. Geil. Und hier ein Redstone-Block. Die sehen ja ziemlich cool aus in diesem Texture-Pack. Aber habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Könnten wir mal... Guck mal hier. Sieht doch cool aus, oder?
Finde ich richtig cool. Jo, haben wir hier so eine schicke Einrichtung, oder? Unser Arbeitsraum hier. Können wir uns später ja nochmal abbauen, die Redstone-Blöcke. Man könnte natürlich auch jetzt noch probieren, andere. Wie sieht denn Kohleblock zum Beispiel aus hier in diesem Pack? Kohle habe ich doch bestimmt hier drin. Ich mal probieren, einen Kohleblock zu machen. So. Naja. Ist jetzt nicht so beeindruckend, oder? Oh, doch, guck mal, wenn man daraus baut, sieht doch geil aus, oder? Sehr geil. Doch, sieht richtig geil aus. Will ich bestimmt noch mal was aus Kohle bauen. So sieht das jetzt nicht ein bisschen sehr bombastisch aus mit diesen roten Dingern? Oder setzen wir uns da Kohleblöcke zwischen? Guck mal hier. Ah ja, ich glaube, mit den Kohleblöcken finde ich auch ziemlich cool. So. Entschuldigt bitte. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Hier könnte noch eine Fackel hin. So, die Rüstung ist repariert soweit. Wir haben drei Katzen. Dann könnte man fast schon noch mal wegen dieser Obsidian-Sache. Ach nein, fällt mir gerade ein. Obsidian wollte ich euch ja jetzt noch mal mein Geheimprojekt zeigen. Wartet mal. Acht Schwarzpulver, cool. Rohes Hühnchen. Rohes Schweinefleisch. Das müsste jetzt eigentlich in meine Endertruhe, fällt mir gerade ein. Das haben wir schon gebraten hier, das ist cool. Der Lehm kommt hier rein, das kommt auch hier rein. Den Fisch, den behalten wir hier. Das rohe Hühnchen, das rohe Schweinefleisch und das rohe Rindfleisch. Und ein bisschen verrottetes Fleisch. Das machen wir mal in die Endertruhe, damit wir das drüben eintauschen können gegen Smaragde. Ah, okay. Ist hier noch was, was ich drüben eventuell gebrauchen könnte? Den Fisch? Ich guck mal nach oben, vielleicht kann ich hier jetzt noch mehr vermehren da oben. Meine lieben Kätzlein. Könnte ich nämlich gleich zwei Katzen mit rübernehmen. Na? Ah, cool, die machen jetzt noch eine Katze, sehr cool. Und einen Erfahrungspunkt gab es sogar dafür. Du bleibst mal hier sitzen, bis du groß bist. Und ihr beide könnt jetzt mitkommen nach Ufotopia. Ich will noch mal rüber gehen. Rüber reiten. In mein schönes Ufotopia, um mir das Obsidian für den Zaubertisch zu holen. Oder besser gesagt, da reinzupacken. In meine Endertruhe. Und natürlich, um die Katzen dann noch drüben zu stationieren. So, das können wir abmachen, ja, schön. Sehr schön. So, mein Pferdchen. Ach so, Gold hatte ich ja auch. Vielleicht sollte ich meine Pferde auch noch vermehren. So, wo ist denn jetzt mein Ufotopia? Hier, Ufotopia Hauptstadt. Und dann Waypoint aktivieren. Wie spät ist das? Die Sonne geht gleich unter. Nur mal gucken, ob wir da schnell genug sind.